Lass uns ein Tanzverbot-Video gucken. McDonald's, euer Ernst. Steig. Wir schauen mal, was Tanzverbot an McDonald's auszusetzen hat. Das ist die Leichtigkeit von Content, die ich jetzt brauche. Tanzverbot ist genau das, was ich jetzt brauche. Das Video heißt McDonald's, euer Ernst. Was soll schon passieren? Yo, Leute. Double Peace. Wünscht mir bitte ein bisschen Glück, dass die Polizei, die jetzt 15 Mal um meinen Wagen rumgefahren ist, mich nicht genau jetzt anhält. Ich traue mich die ganze Zeit, das Video nicht aufzunehmen, weil ich keinen Bock habe, dass sie auf einmal neben mich kommen. Schönen guten Tag. Allgemeine Verkehrskontrolle, Personalausweis und Zulassung bitte. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Das waren irgendwelche Jungschen, die, keine Ahnung, das Auto erkannt haben. Ich bin gerade übrigens wieder in Sidos Auto. Oder mich erkannt haben und ich gucke dann auch immer noch so nervös hinterher. Hat Tanzverbot schon wieder so viel zugenommen, als er in Deutschland ist, dass er 2 Sicherheitsgurte braucht, oder was? Ich hab die ganze Zeit so geguckt, weißt du so? Und die denken so, eh schon so teures Auto, warte mal, so junges Gesicht, ne? Da kann vielleicht irgendwas nicht passen. Hier kurz vor der polnischen Grenze an der Raststätte, ne? Irgendwas stimmt da vielleicht nicht. Und ich guck die ganze Zeit so hinterher. Ich guck nur, weil ich keinen Bock habe, ein Video aufzunehmen und die dann am Ende... Ach, das ist seine Herrenhandtasche. Ah. Ja, mich anhalten und ich das Video ausmachen muss. Ja, heute kommen wir... zu einem Thema, was schon länger nicht mehr behandelt wurde auf meinem Kanal. Und zwar geht es um McDonald's. Schweine. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wieso thematisierst du McDonald's, wenn du in einem Video gesagt hast, dass du nie wieder bei McDonald's essen willst, dann würde ich da gerne gegen argumentieren. Kann ich aber nicht. Also war er wieder da. Er ist wieder drin. Ich habe es einfach wieder 1, 2, 3 Mal gemacht. Aber keine großen Sachen. Also wenn ich auf dem Parkplatz stehe, dann hole ich mir mal eine Apfelschorle oder sowas. Mhm. Oder mal, wenn es richtig heiß ist, hole ich mir mal einen Milchshake, weil das ist einfach geil. Weil der Milchshake von McDonald's, der ist einfach geil. Da kann man nichts gegen sagen. Mache ich jetzt auch nicht so oft, dass ich jetzt wieder ein altes Muster verfalle. Ich will hier auch nicht rechtfertigen. Ich habe mir schon wieder selbst widersprochen, obwohl ich gesagt habe, dass ich es nie wieder machen will. Eine Sache hole ich mir aber tatsächlich bei McDonald's, wo ich eigentlich dachte, dass es gut schmeckt, weil ich es aus der Vergangenheit her kenne, dass es gut geschmeckt hat. Und zwar sind das hier Chicken Filet Tenders, Homemade. Oder nein, die Chicken Filet Tenders sind kaputt? Homestyle. Keine Ahnung, was das für eine Bedeutung hat. Und zwar sehen diese Dinger so aus. Aha. Welches Körperteil vom Huhn ist das, Chat? Alles. Absolut korrekt. Das ist alles. Das ist zusammengemanschte Pappe, die durch den Wolf geschoben wird. Ein bisschen Hirn, ein bisschen Auge, ein bisschen Arsch, Huhn-Arsch, Huhn-After. Schön mariniert, lecker, Huhn-Arsch, köstlich, Delikatesse. Ihr könnt sie euch angucken, so ist das hier. Ihr könnt ja mal ganz kurz raten, was diese kleine Packung kostet mit diesen 5 Dingern hier. Das ist... Ich sage, sie kostet 2,42 €. Wohlgemerkt eine Beilage. Das ist kein Hauptgericht oder sonst irgendwas, was sättigen soll, sondern das ist einfach eine Beilage zu einem Hauptmenü, was ohnehin schon... Stopp, ich korrigiere... 4,21 € und 10 Euro kostet. Das hier kostet 6 Euro. Huhnarsch für 6 Euro. Huhnarsch für 6 Euro. 6 Euro für 5 von diesen Dingern. Ich weiß noch, es hat angefangen, da bin ich aus Stuttgart zurückgekommen und habe an der Raststätte, ich hatte Hunger gehabt und ich dachte mir so, kannst du mal reingucken, was... 6000% Gewinn. Was da so ist. Und dann habe ich mir, mein Gott, natürlich werde ich jetzt wieder auf WhatsApp angeschrieben. Warte, ich antworte kurz. Also während des Videos, ich kann gerade nicht, ich nehme ein Video auf. Dann war ich an der Raststätte und da war halt ein McDonald's und habe ich geguckt. Das sind 35 Reichsmark, ne? Das wissen viele nicht. Ich weiß das noch. Was gerade so im Angebot ist, eigentlich wollte ich mir einen Salat holen. Salat haben sie einfach rausgenommen. Ich habe mich mal erkundigt, den Salat haben sie einfach rausgenommen, weil der hat sich nicht verkauft und das hat sich für die nicht gelohnt. Schön, jetzt gibt's also bei McDonald's gar nichts mehr, was irgendwie in irgendeiner Art und Weise gesund ist. Interessant, die sind in so eine gute Richtung gegangen, auch wenn der Salat von McDonald's trotzdem... Wie Stay, der über seine eigenen Witze lacht. Alter, meine Witze sind gut und ich weiß gute Witze nur mal zu schätzen. Ruhe. 400 Kilokalorien hatte, aber man hatte trotzdem irgendwie ein gutes Gefühl, weil man hat Salat gegessen. Ja. Ist auch egal. Und dann habe ich halt hier diese diese Chicken Filet Tenders Homestyle gesehen und dann dachte ich mir so, hey, nicht schlecht, das hat damals gar nicht so schlecht geschmeckt, holst du dir einfach mal. Ich meine, mal Chicken, es war frittiertes Chicken oder mariniertes Chicken, ist jetzt nicht das Beste, aber es ist immerhin Chicken. Korrekt. So, wisst ihr? Und deswegen dachte ich mir so, kannst du dir mal gönnen? Habe ich mir auch noch eine Apfelschorle geholt und dann bin ich wieder ins Auto gegangen, habe da reingebissen. Und ich dachte mir einfach, die wollen mich verarschen. Jetzt wird's ernst. Erstmal kostet das hier 6 Euro. Und ich dachte, die wollen mich verarschen. Was ist denn das für eine Konsistenz? Das ist eine Konsistenz, die ist schlechter als bei irgendwelchen No-Name-Fischstäbchen. Ey, ich verarsche euch nicht. Ich verarsche euch nicht. Ich weiß nicht, was hier dran Filet sein soll. Ja, ist ein Huhnarsch. Also das sieht vielleicht jetzt, ich weiß nicht, für die Kenner vielleicht sieht das jetzt gar nicht so schlecht aus, keine Ahnung. Aber dieser Geschmack von diesen Dingern, beziehungsweise die Konsistenz, das ist kein Filet. Ja, ist Arsch.
Und das ist erst recht kein Homestyle. Also ich, Homestyle-Arsch ist das. Ich weiß nicht, was soll man denn unter Homestyle vorstellen? Sehen so schicken Stripes aus von der Mama, die zu Hause für ihre Kinder mit Liebe kocht? Kinder, kommt, es gibt Huhnarsch. Ja, hey, Mama auch Homestyle? Ja, mariniert, damit man die Scheiße nicht sehen muss. Sieht das so aus? Also ich weiß nicht, was sie sich dabei einfallen lassen haben. Und ich finde diesen Preis einfach immens zu übertrieben für eine Beilage. Wenn ich überlege, wenn ich jetzt zu Riesa Schicken gehe, das kennen viele vielleicht von euch gar nicht. Riesa Schicken ist in Hamburg und in Berlin vertreten. Aber ja, die Berliner unter euch kennen das. Da kriegst du für 8,20 Euro Stück und das ist ein Hauptgang. Und davon wirst du satt. Davon wirst du 100% satt. Und dann deswegen keine Ahnung. Aber ich kann nicht zu Riesa Schicken gehen. Das Problem ist, der Riesa Schicken, an den ich immer hingehe, das ist in der Schönhauser Allee. Und das ist eine ziemlich belebte Straße und da ist auch immer alles voll. Da sind draußen irgendwie 10 Bänke oder sowas. Du hast keine Parkmöglichkeiten, kein gar nichts. Und ich schwöre es euch, ich lüge euch nicht an, wenn ich euch sage, ich war 5-mal persönlich da, immer mit Leuten und 4-mal hätte ich mich fast mit Leuten geboxt, weil immer irgendwer eine große Fresse hat. Was? Beim Schicken Mann? Warum denn beim Schicken Mann boxen, Alter? Ich bin keiner. Ich habe mich noch nie geboxt und ich will sowas auch gar nicht. Ich bin eigentlich ein friedlicher Mensch, auch wenn ich eine große Schnauze habe. Aber ich will ja gar keinen Stress mit niemandem. Ich lass mich halt nur nicht anpöbeln oder irgendwie hier als Idioten abstempeln. Wisst ihr, und das ist immer so. Dann komme ich da raus und dann sind da irgendeine Truppe. 4, 5 Leute. Weißt du, irgendwer hat eine große Schnauze und das kommt immer so. Und ich denke, was ist denn dein scheiß Problem? Wieso kann ich denn hier nicht einfach Essen holen, ohne dass mich irgendwer so heimlich auch fotografieren oder du kannst mich doch fragen. Und dann immer wieder so Situation. Oder wir wurden auch schon mit Pommes beworfen. Das müsst ihr euch vorstellen. Was ist das für eine Situation? Du gehst da rein, holst dir einfach nur dein Essen. Auf einmal kommen hinten irgendwelche Leute. Und wir bewerfen dich mit Pommes und lachen alle. Und die stehen, und dann so, ja, das kann man mit dem machen. Weißt du, dann geh ich da hin und frag ihn, was dein scheiß Problem ist. Und deswegen kann ich da nicht hingehen. So, das ist nervig. Auch wegen Parkplatz, das ist ganz blöd. Die stehen immer an irgendwelchen Orten, wo du halt nur als Fußgänger gut erreichbar hinkommst. Ist auch egal. Jedenfalls deswegen habe ich mich dafür entschieden, das bei McDonald's zu holen. Und beim ersten Mal war ich schockiert. Dann habe ich das noch ein zweites Mal gemacht, weil ich dachte, ja gut, vielleicht war die Lieferung einfach Dreck. Dann habe ich jetzt, heute ist das dritte Mal und die sind wieder Dreck. Ich habe die zweimal geholt. Einmal habe ich 2 Stück gegessen, weil ich wollte euch im vollen Umfang zeigen, wie die aussehen. So sieht das aus und ich fühle mich einfach verarscht. Das kann einfach nicht sein, dass so ein Multimilliardenkonzern wie McDonald's, der das ja nicht nur an eine Filiale vertreibt, ich weiß nicht, wie viele Filialen Deutschland hat, so 1800 oder sowas, die vertreiben es an 1800 Standpunkten. Oder McDonald's hat allein in Berlin 1800 Standorte. In Deutschland. Ich weiß ja nicht mal, ob das international. Nee, international wird das nicht sein, aber auf jeden Fall in Deutschland. Und die verticken das überall so. Und wenn wir hier mal ganz genau hingucken, dann sehen wir mal auch, wie fett die Marinade ist. Hier, es ist nicht nur, dass sie am Fleisch oder was auch immer das sein soll. Das ist schlechter als das, was im Fisch steht. Ist doch die Panade, oder? Die Panade. Marinade ist es nicht, das ist die Panade, oder? Ist. Und es ist ja bekannt, dass Fischstäbchen, da werden irgendwelche Reste zusammengedrückt auf Möchtegern. Es gibt 1500 in Deutschland? Holy shit, Alter. Er war fast dran. Oh mein Gott, Alter. Filetmäßig. Wisst ihr, was ich meine? Also so ähnlich. Und so ist die Konsistenz hier auch, obwohl wir hier von Hühnchen und Fisch reden. Aber damit kann ich es vergleichen so ein bisschen. Noch viel schlechter. Das hat richtig so... Wie nennt man das? So sehnenmäßig. So wie wenn du ein Filetsteak isst und da eine scheiß Sehne zwischen ist. Das tut richtig weh. Weil wenn du Filet bestellst, dann denkst du, du bekommst ein schön zartes Stück Hühnchen. Aber doch nicht für 6 Euro. Oder wenn du Filet für 6 Euro bestellst, dann greifst du im Regal nach ganz unten und hoffst, dass das kein Pferd ist. Wenn du Filet für 6 Euro bestellst, hoffst du, dass du da nicht Fisch bekommst. Wenn du Filet für 6 Euro bestellst, hoffst du, dass das heute zubereitet wurde. Du beißt so rein und denkst dir einfach nur so, Mann. Die Welt ist in Ordnung. Solange ich in dieses Filetstück beiße und bis ich unten ankomme, weißt du, man beißt darauf und irgendwann kommt man dann Zahn auf Zahn und dann weißt du, ja, jetzt ist wieder scheiße, weil jetzt habe ich durchgebissen. Aber das hast du hier einfach nicht. Guckt euch doch mal die Marinade an. Guckt mal. Panade, Mann, Panade. Wie dick die Marinade da aufgetragen haben. Nicht nur am Fleisch sparen sie, keine Ahnung, was das ist. Ich würde gerne mal wissen, was die da für Fleisch verwenden. Wahrscheinlich hier... Huhnarsch. Von irgendwelchen Bauernhöfen, die irgendwie zwangsgeschlossen wurden, weil die Hygienebestimmungen nicht gereicht haben oder sowas, keine Ahnung. Aber und dann hier noch 5 Kilo Marinade raufhauen. Ich finde das dreist. Ich finde, McDonald's sollte sich unbedingt die Videos von Tanzverbot angucken, weil ich glaube, das ist so der Durchschnitts-McDonald's-Konsument. Die müssen sich das angucken und müssen sagen, Alter, Tanzverbot hat wieder ein Video gemacht, eine Ansage. Der hat gesagt, unsere Chicken Strips, die sind eklig. Wir müssen da unbedingt was machen. Das geht nicht.
Und das Ganze, das hier kostet 6 Euro. Das ist eine, das ist, da, davon wird man nicht satt. Ich werde hiervon nicht satt. Okay, das kann jetzt auch andere Ursachen haben. Ich glaube, wenn ich mir so ein Radarpaket reinzwirbel, werde ich davon auch nicht satt. Aber nach 4 vielleicht. Und ich esse auch nicht extrem viel, auch wenn ich vielleicht ein bisschen dicker bin. Ich esse halt, ich habe halt sehr viel Scheiße in mich reingestopft und dadurch bin ich dicker, aber nicht, weil ich extrem viel gegessen habe. Hallo? 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 Ah, perfekt. Hi. Und ich fühl mich einfach verarscht, weil ich bin ein Autonormalesser. Ich esse nicht viel und ich werde hiervon nicht satt und das kostet 6 Euro. Das bedeutet, du holst es dir nebenbei. Und dann bezahlst du einfach mal 16 Euro für eine Mahlzeit, die trotzdem nur Fastfood ist. Ihr dürft es ja nicht vergessen, es ist ja nicht irgendwie hier Restaurantqualität, sondern es ist Fastfood. Und darum stirbt McDonald's auch heftig. Wusstet ihr eigentlich, dass McDonald's in Taiwan oder Vietnam, als es eröffnet hatte, direkt wieder zugemacht hat, weil die Streetfood-Kultur so insane profitabel und viel besser war? Das heißt, die haben, glaube ich, in irgendeinem asiatischen Land haben die aufgemacht und dann haben sie sofort wieder zugemacht, weil niemand da gegessen hat, weil es irgendwo, weil es auf der Straße viel geileres, günstigeres und besseres Essen gab. Ah, oh, good job. Und ich fühle mich dadurch einfach mega verarscht. Hm. Also sorry, dass ich das hier so sage, aber was ist das? 6 Euro. Ja, ich wollte es euch einfach nur auf den Weg mitbringen, falls ihr auch Chicken-Fans oder sowas seid. Ich würd euch die Dinge einfach nicht empfehlen, auch dieses Homestyle. Natürlich wollen sie damit das irgendwie wertiger darstellen, Homestyle. Ich mache eine Umfrage. Ich gehe zu 10 Haushalten und befrage die Mütter, ob die ihre Chicken Stripes genauso marinieren würden und genau dasselbe Fleisch verwenden würden. Wahrscheinlich würde da eine von ja sagen, die denkt, oh ja, das ist ja geil, geile Qualität, das mache ich auch. Oh mein Gott. Alter, ich möchte mich ganz kurz offiziell distanzieren von allen Sprüchen, die man diesbezüglich gerade sagen kann. Dann hast du die vorher gekauft und tust so auf selbst gemacht. Aber ich fühle mich davon verarscht. Du lässt so viel Geld da und dann bekommst du noch so eine Qualität, wenn die Qualität wenigstens anständig wäre. Ich kann es nicht fassen, dass immer noch jemand mit dem Anspruch an McDonald's zu dem Laden geht, dahin geht, sich dahin stellt, eine Bestellung macht, bezahlt, isst und dann nicht denkt, dass ihn jemand in den Bauch geschissen hat. Also Wunder gibt's immer wieder, ne? Aber du musst dir das mal vorstellen. Du gehst dahin, stellst dich an die Theke, du sagst, ich hätte gerne Huhnarsch und einen Big Mac, dann kriegst du dafür 17 Euro. Beides im Menü mit einer Cola und matschigen Pommes. Setz dich hin, isst es und fragst dich dann, warum die Qualität nicht stimmt. Weil das scheiße McDonald's ist. Die legen die riesige cremige Haufen in deinen Darmtrakt, bevor die verarbeitet wurden. Wann hast du das letzte Mal McDonald's gegessen? Das muss Jahre her sein, ich kann mich nicht dran erinnern. Das letzte, wo ich in einem Scheißladen war, abgesehen von Döner, ich mag Döner. Sorry, ich bin Döner-Fan. Ja, da muss ich auch ein Stück weit zurücklegen, den Strecke. Das letzte Mal, als ich ein Fastfood gegessen habe, war bei KFC in Leipzig bei der Dreamhack dieses Jahr. Ich habe so ein Bucket gegessen und mir ist nach dem Bucket klar geworden, dass ich gerade eine Legebatterie vernichtet habe. So. Ich habe diesen Bucket gegessen und ich saß dann so wirklich so. Und dann wurde mir klar, so langsam ist es langsam auf mich eingetroffen, dass ich hier gerade einen ganzen. Dass ich eine verfickte, dass ich Genozid am Huhn ausgeübt habe. So, ich hab gerade eine Familie ausgelöscht. So, ich hab wirklich da gesessen und habe dann gesagt, oh, oh. Das ist halt, also, ist wirklich nicht gut. Ich kann das nicht empfehlen. Oh mein Gott. Deswegen versuche ich das zu vermeiden. Chicken, Reza Chicken, 8,20 Euro Stück und die sind darauf spezialisiert. Bei denen schmeckt das auch, als ob die darauf spezialisiert sind. Bei McDonald's ist das irgendein Nebenbeiprodukt. Das wird irgendwann wieder rausgenommen und dann spricht wieder keine Sau mehr davon. Aber das will ich nicht. Ich will, dass man davon spricht, dass sie sowas an ihre Konsumenten verkaufen. Und ich bin schon jemand, der keinen so besonderen Gaumen hat. Ich habe ja nicht hohe Ansprüche beim Essen. Sonst, oh Gott. Das würde ich ja nicht bei McDonald's essen. Das war offen und direkt, Alter. Der war gut. Der hat mich überfahren. Der hat mich überfallen gerade. Das war wirklich gut. Was trinkst du so? Leider ein bisschen zu viel Spezi. Ich habe heute eine getrunken. Aber ich steig gerade mehr um auf Wasser. Nicht mehr so oft. Ich gehe schon im Restaurant essen. Aber manchmal, wenn ich einfach Bock habe, mir hier so, wie heißt denn das? Eine Apfelschorle zu holen und das hier.
Ich fühle mich verarscht. Wasser Gang. Gang, Gang, Gang. Aber nur mit Bubbles. Stilles Wasser ist ganz ehrlich, kann ich auch im Wasserhahn trinken. Und so weit ist die Menschheit ja noch nicht gekommen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich sehr schade. Von McDonald's wird wahrscheinlich eh nichts passieren. Das interessiert die nicht. Aber ich wollte das einfach nur mal erwähnt haben, weil ich einfach... SodaStream. Auch geil. Auch geil. Ich habe das Gefühl, dass ich in der Vergangenheit zu positiv über McDonald's geredet habe, was nicht gut ist. Das ist nicht gut. Man darf nicht vergessen... Ja, für zwischendurch ist es mal gut. Aber man darf nicht vergessen, was das ist. Das ist nichts, was irgendwie gesund ist oder irgendeine Ernährung ersetzt. Um Gottes Willen. Und das wollte ich einfach nur erwähnen. Ich fühl mich als Endverbraucher sehr verarscht. Ja. Bei dem Preis und bei der Qualität. Diese Marinade. Alter, 8 Kilo Marinade. 1 Kilo, was auch immer das für ein Fleisch sein soll. Ich weiß nicht mal, ob das Hühnchen ist. Doch, schmeckt schon so, aber na gut. Alles klar, Leute. Ich wollte das einfach nur mal irgendwie erwähnt haben. Ansonsten gutes Video. Zu sagen. Sehr unterhaltsam. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Euer Tanzverbot. Lul. Gutes Video, Daumen hoch gibt es. Daumen hoch gibt es.